Ja, hallo, der Großstock wieder hier. Ich wollte noch mal so ein paar Kleinigkeiten loswerden. Wollte noch mal kurz was zu Ego sagen. Ist ja nur hinreichend bekannt, es ist ein Allrounder, gutes Einsteiger-Umsteigergerät. Ist wie in 1000 Videos empfehlenswert zu sehen. Was ich nur dazu sagen wollte, es gibt immer viele, viele Diskussionen darüber, wie lange die Verdampfer halten. Ich muss dazu sagen, es ist unterschiedlich. Es gibt eine große Seriensteuerung, wie dampft man die Dinger. Ich bin der Meinung, es spielt auch das Liquid eine große Rolle. Da gibt es ja nun auch die farblichen Unterschiede bei den Liquids. Ich selbst dampfe hauptsächlich die Basis jetzt von Inavera, die ist klar. Die Aromen davon sind soweit auch alle klar, dass sich das Liquid kaum einfärbt. Einige andere Aromen sind ja nun tiefbraun bis rötlich. Ich habe auf meinem ersten Ego-Set, wovon dieser Verdampfer noch stammt, ich dampfe jetzt über 4 Monate, fast 5. Und das ist immer noch der Verdampfer aus dem ersten Set. Der zweite hat leider das Zeitliche gesegnet, den habe ich bei einem 3-Burn geschrottet. War ein bisschen zu heftig, was ich ihm da zugemutet habe. Das Einzige, was ich an diesem jetzt verändert habe, an dem Verdampfer, ist, ich habe ihn auf ESS umgebaut, weil der Docht einfach mal völlig hinüber war. Ansonsten, das Ding dampft noch einwandfrei. Der hat in der Zeit 4, 3 Burns hinter sich, läuft einwandfrei, schmeckt wunderbar. Gut, ich dampf die Egos auch im Wechsel, so ist es nicht, aber ich sag mal, einen Monat Dauerdampfen hat der schon hinter sich. Also, das ist, wenn man jetzt die Stunden hintereinander wegziehen würde, wäre es bestimmt einen Monat zusammengerechnet. Ja, ich habe den auch schon auf 4,2 Volt gedampft und so hin und wieder. Also es hält. Je nachdem, wie man die Dinger behandelt und pflegt, man kann es halt nicht sagen, wie lange sie halten. Es kann wirklich zeitweilig sein, dass das. Ich habe gehört, dass die Dinger nach einer Woche schon kaputt gegangen sind. Es mag sein, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Der andere, der ist nach 2,5 Monaten, wie gesagt, beim 3 Burn ist er kaputt gegangen. Ansonsten würde der wahrscheinlich immer noch dampfen. Ja, ansonsten kann ich dazu nur sagen, wenn man die Dinger regelmäßig mal sauber macht. Ich benutze dafür zum Beispiel hier Corega-Tab-Tabletten. Da schmeiße ich die Dinger in kochendes Wasser, Tablette hinterher und dann, weiß ich nicht, 20 Minuten lasse ich das Ganze einwirken. Da kann man dann auch schön sehen, dass sich da das Liquid dann drinne sammelt. Und die sind, wenn man sie danach dann ausspült, ausbläst, in den Zeber rein. Ich lasse die auch jetzt nicht trocknen oder sowas. Ich hau Liquid rein und dann zack, geht das wieder los mit Dampfen. Und dann sind die völlig geschmacksneutral. Kann ich nur jedem empfehlen, das auch so zu machen. Na, dann sind sie top. Ja, und dann habe ich noch was zu meinem Lavatyp zu sagen. Ich habe letztes Wochenende auf dem Grundstück 6 Bäume gefällt und habe dann auch da die Baumstämme beiseite geschleppt. Da habe ich die in der Innentasche gehabt. Und da ist mir dann so ein bisschen was passiert, als ich die rausgenommen habe. Da sah das dann ungefähr so aus. Ja, habe ich erstmal einen Schreck bekommen, ja, um Gottes Willen. Ja, da ist dann halt einfach mal die Kappe abgegangen. Da kann man dann auch reingucken. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht mit dem Licht. Aber direkt dahinter kann man schon sehen, da so ein bisschen die Platine. Ich hatte ja vor, wie ich im Forum in dem einen Thread angekündigt hatte, diesen
diesen lauten Taster zu wechseln. Da das Ding jetzt eh schon halboffen ist, werde ich mich jetzt die Tage mal ranmachen und mal schauen, dass ich das Ganze ganz aufkriege, weil dieser Pfropfen hier oben, der wird, denke ich mal, auch noch reingepresst sein. Da werde ich immer mit einem Haken versuchen, das Ganze rauszukriegen. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch mit Video und Fotos noch begleiten und dann könnt ihr euch das Ganze hiermit anschauen, wie das Ganze da drin ausschaut. Eventuell mache ich dann auch gleich direkt den Umbau. Ich habe einen Taster gefunden, der von der Charakteristik her ist wie beim Bully Elite. Also ein ganz minimaler Klick, aber spürbar. Und dann schauen wir mal, ob das soweit funktioniert. Ja, das war's schon wieder. Dann verabschiede ich mich von euch dampfenderweise. Schöne Grüße aus Berlin. Ciao, ciao.